Haben Sie sich die Geschichte Frösche können nicht fliegen angesehen? Haben Sie sich vielleicht gefragt, was hat diese Geschichte eigentlich mit Rhetorik zu tun? Für mich verbirgt sich in dieser Geschichte sehr viel Weisheit, auch und gerade für unser Thema Rhetorik. Ich bin Bernd Wolfgang Lubbers und beschäftige mich seit gut 40 Jahren mit dem faszinierenden Thema Kommunikation. In dieser Zeit habe ich über 500 Rhetorikseminare gehalten und eine Menge Erfahrungen gesammelt. Eins hat sich über all die Jahre nie verändert. Das ist die Frage meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gibt es Tipps und Tricks, wie ich eine bessere Rednerin oder ein besserer Redner werden kann? Ja, die gibt es und ich möchte sie gern in meine Trickkiste schauen lassen. Aber jetzt kommt das Aber. In unserer Geschichte empfiehlt die Eule den Fröschen wegzufliegen. Die Eule rät den Fröschen, etwas zu tun, was sie selbst gut kann. Aber können es dadurch die Frösche ebenso gut? Nein. Und was ist die Analogie? In meinen Videos möchte ich Ihnen einen Überblick darüber geben, wie ich Rhetorik verstehe. Alle Hinweise, alle Tipps und alle rhetorischen Kniffe, die ich Ihnen in dieser Videoreihe vorstelle, setze ich selbst ein. Bei mir funktionieren sie. Aber Achtung! Ich bin ich und Sie sind Sie. Wir sind vermutlich völlig unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Temperamenten und unterschiedlichen Möglichkeiten. Wenn etwas bei mir funktioniert, dann heißt das noch lange nicht, dass es genau so auch bei Ihnen funktionieren muss. Mir ist wichtig, dass jede Rednerin und jeder Redner seinen ganz persönlichen Stil findet. Und deshalb verstehen sich die von mir vorgestellten Stilmittel als Vorschläge für Sie. Ich möchte Sie motivieren, damit zu experimentieren und zu prüfen, was für Sie passt und was Sie besser weglassen sollten. Ich bin auch gern bereit, Sie dabei mit Feedback zu unterstützen. Unabhängig von allen Stilmitteln ist mir jedoch eins besonders wichtig zu sagen. Eine Rednerin, ein Redner kann aus meiner Sicht mit der Rede nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn er oder sie Einstellung und Begeisterung mitbringt. Die Einstellung zu sich selbst, die Einstellung zum Publikum, die Begeisterung für die Aufgabe, eine Rede zu halten und die Begeisterung für das Thema der Rede. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Mensch mit einer konstruktiven Einstellung, ein Mensch der Begeisterung mitbringt, dann auch noch die Spielregeln der Rhetorik einsetzt, sich darauf verlassen kann, dass er oder sie wirkt. Ich finde, Rhetorik ist ein faszinierendes Thema. Ich bin überzeugt, Rhetorik ist eine der Schlüsselqualifikationen für Erfolg und, jetzt kommt die gute Nachricht, ich bin auch davon überzeugt, Rhetorik ist lernbar. Stellen wir uns das ganze große Thema der Kommunikation einmal vor wie einen Inselstaat. Dann wäre die Rhetorik eine dieser Inseln, Dialektik eine andere, der Dialog eine dritte und vielleicht Konfliktmanagement eine vierte. All diese Inseln sind irgendwie miteinander verbunden, haben gemeinsame Gesetze und sind doch verschieden. Nun lade ich Sie herzlich auf eine Expedition ein. Erkunden Sie mit mir die Insel der Rhetorik. Auf unserer Expedition werden wir uns verschiedenen Fragen widmen. Weshalb sind manche Rednerinnen und manche Redner erfolgreich, andere nicht? Wie können wir eine Rededramaturgie aufbauen? Wie kann man aus einem scheinbar sachlichen Thema eine spannende Story machen? Wie ist die Wirkung von Rednerinnen und Rednern zu erklären und welche Rolle spielen die Körpersprache und die Stimme dabei? Wie kann man spontan und schnell einen Vortrag aufbauen und wie beantwortet man Zwischenfragen fair und kontert Killerphrasen gekonnt? Und was können wir von erfolgreichen Rednerinnen und Rednern noch so alles lernen? Neugierig geworden? Das wäre toll. Habe ich es schon erwähnt? Ich bin seit vielen Jahren fasziniert von Rhetorik. Ich finde es faszinierend, reden zu können. Ich liebe es, zu argumentieren, Ideen auf den Punkt zu bringen und mit Humor, Redefiguren und Wortspielereien zu jonglieren. Ich liebe Geschichten, mit denen ich eigentlich komplexe Vorgänge auf einer anderen Ebene einfach erklären kann. Eben auch die Geschichte von den Fröschen, die meinen, fliegen zu müssen. Von meiner Faszination möchte ich Sie in dieser Videoreihe naschen lassen.
auf unserer Expedition auf die Insel der Rhetorik bin ich gerne Ihr Expeditionsleiter und gebe Ihnen die große Richtung vor. Vielleicht führe ich Sie auf bekanntes oder auch unbekanntes rhetorisches Terrain. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Spaß auf der Expedition. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und vor allem viel Erfolg als die Rednerin, als der Redner, der oder die Sie sind oder werden möchten. Und wie es jetzt weitergeht? Ich empfehle Ihnen entweder das Video Zuhörer mit auf eine Reise nehmen oder das Video Menschen zum Zuhören zu bewegen.